Oh, nice. Yay! Oh, und sogar mehr Erfahrung. Statt 300 kriegen wir jetzt 400 Erfahrung, weil wir schon 40 haben. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr geil. Mörser des Experten. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Und schmeiße dann einfach mal hier den Lehrlingsdingens und den und die Retorte. Oh, ich weiß nicht, habe ich noch eine Retorte des Gesellen in meinem Bankfach? Oh, ich weiß nicht. Gietrank, Feueröl, nehmen wir mal mit. Diese Dinger sehen auch richtig geil aus. Was ist das? Kann ich das hier rausfeuern? Nein. Ein Eiszapfen im Glas. So ein Eiszapfen im Glas wäre doch auch geil. Stellt euch vor, ihr könntet das immer mitnehmen und jederzeit, immer wenn ihr das Glas aufmacht, kommt euch so ein kühler Wind entgegen, so eine kühle Erfrischung. What? Saftspeichertrank. Tank. Der Typ hat hier Saft produziert? Oh nein, wir haben jemanden gekillt, der einfach die ganze Zeit hier nur am Saft produzieren war. Tut mir leid. Ist da oben noch irgendwas? Glaube nicht. Scheint auf jeden Fall keinen offensichtlichen Weg nach oben zu gehen, außer mit TCL eventuell. Oder vielleicht kann ich mich über das Ding hier so nach oben schieben lassen. Komm schon. Yes, yes. Mm. Nearly made it. Huch, huch. Ich glaube aber, es ist nicht gedacht, da ganz nach oben zu kommen. Ah, komm schon. Will es über die normale Engine schaffen. Komm, 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 komm. Ah, okay. Ich glaube, es ist nicht gedacht, da hochzukommen. Moment, Moment. 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 Also da oben sieht es auf jeden Fall nach geilen Rohren aus, aber nicht als ob es in irgendeiner Form weitergehen könnte. Hier unten ist das immer noch Skript tot. Nein. Diesmal ist kein Skript tot, weil das Wasser leuchtet hier so schön lila. Oder der Raum allgemein leuchtet schön lila. Und wir möchten ja hier alles mitnehmen. Ach genau, hier zu dieser Plattform sollte ich sowieso noch mal kurz. Kann man da oben lang? Bringt mir das was? Nein, scheint einfach nur hier so ein kleines Gerüst zu sein. Ja, doof. Wie komme ich jetzt hoch? War eh nichts da, also laden wir einfach mal kurz. Und sonst ist das hier auch relativ brav. Hier in dem Raum sehe ich auch nichts anderes. Aber Nerim-Zeichen und holy bejesus. Also ich liebe das Nordreich jetzt schon, also ohne Spaß. Der Typ hat mir von diesem Könige-Set was gegeben, also geil einfach nur. Endlich mal eine geilere Rüstung, endlich wieder stylisch aussehen. Nice, nice, nice. Ich frage mich, ob jetzt die Mandorn-Festung immer noch brauchbar für mich sein wird. Erstens das. Die geile, 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 richtig geile Rüstung. Ich kann nicht gar nicht aufhören zu sagen, wie geil die ist. Vor allem zusammen noch mit dem Blutmagier-Set. Wie nice ist das denn? Und vor allem noch zwei Teile von dem Set. Das war absoluter Overkill. Feuerschildrubin, und das ist auch interessant. Aber leider nur 2%. 2% bringen mir jetzt nicht so mega viel. Dann, was ich gerade eben gemerkt habe, Historie Kabaets, da habe ich auf jeden Fall mindestens ein Exemplar irgendwo rumliegen. Kampf um Kabaet habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Oh, ich habe doch noch auf jeden Fall mehrere Bücher von Graue Blüte eingesammelt, oder? Wo sind denn die ganzen Graue Blüte Bücher? Die würde ich mir gerne nämlich aus dem Inventar schmeißen. Ah, hier. Ne, Moment. Rang
Was heißt Rang? Band 1 schmeiße ich weg. Den haben wir nämlich, glaube ich, schon gelesen. Rang 2 nehme ich mal mit. Dann werden wir vielleicht irgendwann mal bei Gelegenheit die ganzen Storybücher von der Grauen Blüte lesen. So, hier runter sind wir gegangen. Da war der Dungeon zu Ende. Da oben war eine kleine... Ein kleiner Gang, ja. Da sind wir... Nee, da sind wir nicht hergekommen. Hier sind wir hergekommen, oder? Ja, an die Kurve kann ich mich erinnern. Und dann... So, jetzt können wir gleich nochmal direkt gucken, wie viel die Zauber mehr bringen. Ah, bei dem merkt man das schon weniger. Nur am Zusammenbrechen der Arme. Oh, was war gerade eben? Oh, der lebt ja noch. Ah! Puh. Guckt euch mal meinen Arm an, wenn ich zaubere, ja? Ah, nee, warte, jetzt war ich gerade nicht im Licht. Hier. Ach, ah, das war die, das ist der... Huch, das war das, hier, das Goldene. Das sah aus so grünlich, als ob ich irgendwas aus Vulkanglas anhätte. Und ja, davor habe ich wirklich für so einen Clownhauer mein komplettes Mana leer gepumpt. Und jetzt konntet ihr sehen, habe ich nur circa 3/4 meines Manas leer gepumpt. Und mein Heilzauber heilt mich auch deutlich mehr. Nice, richtig nice. Gut, dass du mich nochmal dran erinnert hast, Terramorphus, in den Kommentaren, weil ich habe das mittlerweile wieder komplett vergessen. Ich habe zwar auch dran gedacht, weil ich mich ja auch so immer sehr interessiere für die Engine und für die ganzen Techniken und alles, aber sowas vergesse ich mal schnell. So, diesmal habe ich Intelligenz nicht so effektiv gelevelt, aber das ist nicht so schlimm. Dann nehmen wir noch Stärke ein bisschen hoch. Mit meinen Lebenspunkten bin ich derzeit ganz zufrieden. Das ist jetzt so ein gutes Verhältnis zwischen spannend kämpfen und genug Leben, um nicht gleich sofort zu sterben. Also, und da die Boni genau gleich sind, würde ich sagen, nehme ich jetzt auf jeden Fall erstmal Widerstand gegen Magie. Hier, Willenskraft. Das ist zwar noch so ein ziemlicher Geisterwert, weil, also Geisterwert im Sinne von, Mann, oh, schon wieder irgendwelche lauten Motorradfahrer vor meinem Fenster, Jesus! Geisterwert im Sinne von, man weiß nicht, wie viel Widerstand man gegen Magie bekommt. Da steht zwar dabei, hey mein Freund, wenn du hier Punkte... Oh, wenn du hier Punkte draufsetzt, kriegst du auf jeden Fall Magiewiderstand, aber... Das ist ja kein... Wow! Das ist ja kein richtiger Wert. Also, da müsste stehen irgendwie pro Punkt 0,5% Magiewiderstand oder sowas. Wo bist du? Ach, du hast da noch weiter gestanden. Ach, du bist wahrscheinlich hinge... Oh Gott, hast du geschrien. Du bist wahrscheinlich einfach hingefallen. Was mich jetzt auch interessieren würde, Engine-mäßig... Wir wissen ja, erhöhte Ausdauer... Weniger Ausdauer sorgt für niedrigeren Zauberschaden. Erhöhte Ausdauer sorgt im Umkehrschluss natürlich für mehr Zauberschaden. Meine Zerstörungsfähigkeit steigert schneller... Je mehr Schaden ich mache. Nee, halt. Blocken... Blocken hat ist schneller gestiegen, je mehr Schaden ich abgefangen habe. Und mit Zaubern, glaube ich, war es, je öfter ich treffe. Na gut, dann hat der Schadensincrease mir nicht so viel gebracht. Wo kommen wir jetzt hier raus? Oben auf dem Damm vielleicht? Guten Tag! Erst schießen, dann fragen. Suck und dis. Er ist noch ganz warm und ich loote ihn schon. Oh, ist das ein Megator. Das ist ja noch größer als der Eingang da unten. Schaut euch das mal an. Einfach Overkill. Mittlerweile ist es schon nachts. Wir sind ja mitten am Tag hier. Boah, ist das hier geil. Ist das hier geil. Okay, sonst ist hier nichts. Gut, sogar hier ein eingeklemmter Baum. Vor dem Eingang. Dann würde ich mal sagen, damit ihr, meine lieben Freunde, auch noch hier den schönen Ausblick genießen könnt, warte ich mal bis 9 Uhr morgens und trinke derweil ein Schlückchen. So. Da hinten haben wir keinen Staudamm, aber einen Wasserfall. Auf der Karte wird mir aber keine Ruine oder sowas angezeigt, also... Weil da ist noch so eine Brücke. Oh yeah, Abenteuermusik. Du, 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 du. Ich glaube, ich lasse doch lieber die Blasinstrumente für mich arbeiten.
Oh yeah! Nein, so war das nicht gemeint unbedingt. Oh, eine Hütte. Oh. Ich möchte da jetzt hin. Ach, jetzt bin ich doch hier irgendwie durchgekommen. Und was ist da? Oh, ich liebe es! Im Gelände ein bisschen erkunden zu gehen. So viele Wasserfälle. Das Nordreich gefällt mir jetzt schon von seinem Design her. So, das sieht aber hier nicht aus, als ob ich noch irgendwas... Nein, nein, das sind einfach nur steile Felswände. Oh. Da ist ja auch was. Und da steht sogar jemand. Da gehen wir gleich hin. Erstmal muss ich noch kurz das Gelände hier abmessen und gucken. Da könnten wir sogar rüberkommen. Ich bewahre mir das für später auf. Erstmal, hier war ein Feuerchen. Ich mag es richtig, wie man in Nerim... Das ist auch einer der großen geilen Vorzüge an diesem Spiel. Egal, wo du gerade bist. Wenn du dich nur mal... Oh Gott, wer ist das denn? Der sieht so groß aus. Oh Gott, wer bist du? Stay down. Oh Gott, ich habe gar nicht mehr meinen Buff. Ich mache gar nicht mehr so viel Schaden. Wann ist der... Ach, ich habe 12 Stunden gewartet. Da ist er mir ausgelaufen, stimmt. So. Und dann so. Stop it! Ah. Juggling! Woo! Ha. Sehr gut. Bergriese. Ein Riese hat Bärenfleisch? Okay, also... Wahrscheinlich in seiner Tasche, ne? Ich bezweifle, dass er aus Bärenfleisch besteht. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich möchte... Oh, das ist jetzt komisch. Der ist 12 Stufen höher, statt Stufe 23, 20, Stufe 35. Deutlich höher mit seiner Stufe. Hat aber als Riese nur 580 Leben. Die Clownhauer mit Stufe 23 hatten 410 Leben. Fast genauso viel. Also... Wirklich im sehr groben Sinne fast genauso viel. Aber das ist ein Riese, ein Bergriese. Von einem Riesen, warum spreche ich Riese immer so aus? Von einem Riesen würde ich doch erwarten, dass der ordentlich mehr aushält. So wie der hier. Oh Gott, ich habe keinen Mana mehr. Lass uns ein wenig gegen Riesen kämpfen. Kann ich seine Axt? Bin ich noch im Kampf? Nein. Okay, das ist ein normaler Silberkriegshammer. Boah, sind die riesig, Alter. I'm evil, I crush you. I big guy. Normale Menschen und normale Rehe kann ich manchmal nicht hochheben, aber einen Riesen kann ich anheben. Na klar. Den hätte man vielleicht eine andere Masse zuordnen können. Oh, was ist das denn? Habe ich sie gerade beim Mittagessen gestört? Das ist ja ein Welcome to Matrix, Schaf! Das Ding schwebt ja über dem Boden. Ich müsste das eigentlich noch so schön im Matrix-Style so drumherum zoomen. Ich habe viel zu viel Spaß mit irgendwelchen Schafen, die mitten in der Luft hängen. So, Torques. Ein paar Torques. Und es schneit. Ach schön. Ach cool, sogar neue Textur auf den Brettern. Wahrscheinlich gab es die Textur schon. Jetzt kaum sage ich, hey, neue Textur auf den Brettern. Die Hälfte der Leute in den Kommentaren. Stone, es gab schon neue Oblivion. Ist doch egal. Es kommt mir neu vor und darauf kommt's an, meine Freunde. Zieht den Stock aus dem Hintern. Und seid fröhlich und genießt mit mir. Oh, ich lasse mich schon wieder ablenken. Ich laufe hier schon nach Kabaeth, das will ich aber eigentlich noch nicht. Obwohl, wisst ihr was? Zu Kabaeth wollten wir ja sowieso. Machen wir doch kurz einen Abstecher über den Weg hier. Und schauen mal, wo es uns hinführt. Einfach mal
leiten lassen. Leiten lassen von der schönen Landschaft hier. Oh, es wird schneiig. Oh Gott, ich liebe es, wenn es schneit. Diesmal macht es den Eindruck auf mich, als ob du deutlich mehr Leben hättest. So. Nein, wieder 300... 340? Nein. Moment kurz. Nein, 580 Leben, ganz normal. Das ist komisch. Das ist sehr komisch. Ich habe immer noch meinen Ausdauerbuff, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwundert. Vielleicht habe ich auch nur einen falschen Eindruck davon. Vielleicht habe ich vorher genauso viel Schaden gemacht. I don't know. Oh. Die große Nordschneise. Guckt euch das links unten an. Habt ihr das gerade gesehen? Moment, Moment, Moment. Kann ich hier nochmal kurz den Bereich wechseln? Warum wechselt er mir den Bereich nicht mehr? Ah ne, jetzt bin ich wieder in Nerim. Ich muss euch das nochmal zeigen, falls ihr das verpasst habt. Achtung. Links unten wird ja immer die Stufe angezeigt. Ah, jetzt, aber hier können wir es auch nochmal angucken. Die große Nordschneise Stufe, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Holy fuck. Holy Fa. Hm, Fa. Oh, ich brauche mal wieder ein neues Duschgel. Oh je. Stufe Fragezeichen spinnen. Guten Tag. Shit. Das sind zwei, die will ich eigentlich nicht am Hals haben. Wisst ihr was? YOLO, am I right? Oh! Weg! Bäh. Sind ja richtig feingliedrig und alles. Ich dachte, der wird mir jetzt hier den kleinen, beziehungsweise die wird mir jetzt diesen kleinen Lähmungszauber irgendwie entgegenschießen. Ah. Bäh. Geh weg! Fort mit deinen ekelhaften Beinen. Gut, dass ich das mit dem Ausdauerzauber nochmal rausgefunden habe. Beziehungsweise dran erinnert wurde. Richtig, richtig gut. Weil jetzt mache ich wieder angenehmen Schaden bei denen hier und es fühlt sich nicht mehr so an, als ob ich einfach ins Nichts schießen würde. Ich brauche sowieso mal wieder einen neuen Feuerzauber. Das habe ich euch schon gesagt. Ich habe, glaube ich, nämlich noch Rang 3 davon, oder? Irgend so einen alten, veralteten Zauber, den ich schon seit Ewigkeiten benutze. Ja, Rang 3. Ich kann ja mittlerweile Rang 4 Zauber casten. Ich habe nur noch nirgendwo einen Rang 4 Zauber zum Kaufen gesehen. Gott, mache ich wenig Schaden. Das ist... Obwohl ich den Buff anhabe, wohlgemerkt. Dreckiger Riese! Oh, die haben eine viel größere Reichweite als ich. Oh. Da ist der nächste. Gehen wir mal voll geheilt dran. Oh, wirklich kein Mana? Nicht mal mehr für einen Feuerzauber? Oh, this is not good. Geralt mit der Axt. Das ist sogar ein seltener Gegner. Oh, oh. Hörst du auf mich zu springen? Ah, er holt gerade aus! Guckt euch den... Oh, scheiße! Ich wollte es zwar spannend machen, aber ich glaube, ich hau mir jetzt trotzdem mal lieber hier... zwei feine Genesungstränke sogar rein. Ha! War zwar gar nicht mehr nötig gewesen, aber... Gerolds Axt, okay. Wenn ich das Ding aufhebe, kann ich mich zwar nicht mehr bewegen, aber ich möchte mal schauen, was das Ding kann. Oh, macht gar nicht mal so viel Schaden. Bisschen enttäuschend eigentlich, ehrlich gesagt. Jetzt hat sich die Handwerkskunst verbessert und ich musste dreimal mein ganzes Equipment durchreparieren. Um von so viel auf so viel zu kommen, um ein Viertel oder Fünftel Level zu machen. So, was wollte ich gucken? Achso, jetzt die Axt voll repariert.
Von 47 auf 59 ist ein ordentlicher Sprung, aber bei weitem immer noch nicht so gut wie meine Einhandaxt. 7 Punkte Lebensenergie bei Schlag, das ist ganz gut. Aber auch der Wert ist nicht so hoch. Wir können uns nochmal kurz angucken, wie die aussieht. Ist auch ein bisschen ein besonderes Model hier von dem, was man sehen kann. Also, gut, beim Kämpfen merkt man halt nicht viel davon, logischerweise. Aber, ja, ich schmeiß es weg, weil das ist nur 340 Münzen wert. Das ist eigentlich so gut wie gar nichts. Die einzige Sorge, die ich bei sowas immer habe, ist ehrlich gesagt, dass irgendwann mal ich eine Quest bekomme. Geh dahin, da haust ein Riese, bring mir etwas als Beweis dafür, dass du ihn getötet hast. Zum Beispiel seine Axt. Und dann stehe ich ganz schön blöd da. Weil das wahrscheinlich dann schon alles despawned sein wird. Dafür aber, dass ich hier so ein bisschen ins Blaue reinlaufe, habe ich erstaunlicherweise richtig wenige Feuerfunkenkapseln und Eispranken gefunden. Apropos Eispranke, bevor ich das wieder vergesse, kau ich mal so ein bisschen auf einem Ding davon herum. Oh, ich habe sogar zwei mittlerweile gefunden. Auch irgendwelche Feuerfunkenkapseln, die ich vergessen habe irgendwie? Nope. Was ist das hier? Vielleicht war das hier irgendwann mal eine alte Schürferstelle oder sowas. Bin ich hier immer noch im Fragezeichengebiet? Ja, Nordschneise. Es hat sich so an, als ob hier die ganze Zeit normale Gegner kommen würden. Und irgendwann, wenn ich es am wenigsten erwarte, kriege ich voll auf die Fresse. Voll auf die Mütze, Entschuldigung. Man sagt ja sowas wie Fresse nicht, man sagt sowas nicht, nein. Boah, die Musik hat aufgehört, das macht mich nervös. Los, komm schon, lass mich auf den Berg. Ich will der König der Welt sein. Bin der König der Welt. Ja, ja, ja. Yes, yes. Oh yeah, oh yeah. Oh, da oben ist es noch höher. Ich muss da hin. Da ist es noch höher. Oh. Oh, was ist da passiert? Kabaet, oder? Ja. Oh, ich glaube, das Mittelreich gewinnt. Ich krieg grad eine richtig fiese Idee.